Herzlich willkommen zu Koop-Kampagne mit Batzmann und mir. Mann, bist du peinlich. Herzlich das willkommen. Das ist nicht korrekt. In das Russland. Ist nicht korrekt. Herzlich willkommen. Ja, wir sind in Russland. Im das Qualifying hast du jetzt schon zweimal gesagt. Ja. Das haben wir jetzt schon dreimal festgestellt. Wir sind in Russland, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Seht ihr die Flagge links oben? Das ist nicht die von Italien. Wir sind nämlich in Russland. Ja, das Training war super peinlich mal wieder für mich. Wie schon im ersten Rennen habe ich es mal wieder in die Wand gesetzt. Und Dave hat wunderschöne Drifts ohne Frontspoiler mit seinem McLaren Honda hingelegt. Das ist echt lustig. Also ich weiß nicht, ob ich das aufgenommen habe. Ich glaube nicht. Ich habe einen Drift ganz am Ende aufgenommen. Oh, sehr cool. Also es geht wirklich wunderbar, wenn man sich den Frontflügel absichtlich abfährt an einem Sauber, der auf der Gerade überholen will und den du dann einfach wegknallst. Ja. Also, man weiß schon, wie ich es meine. Ja, und dann hast du keinen Frontflügel und dann, ja, bam, ne? Bevor wir es vergessen, wie immer gibt's meine Perspektive auch auf meinem Kanal zu sehen und die von Dave auf Daves Kanal, dass wir in der Koop-Saison beide Sichten haben. Das klingt logisch. Mhm. Dave's auf seinem Kanal. Dave hat einen Kanal? Nein, ist Quatsch. Hat er eigentlich nicht. Was ich nochmal erwähnen wollte, wir fahren tatsächlich auf Legende. Also, eigentlich wollten wir Gelände auswählen, aber ich habe irgendwie einen Buchstabendreher drin gehabt. Und dann war Ende Gelände. Oh. Hilfe. Nee, aber wir fahren auf Legende, die Karriere fahre ich ja mittlerweile auf Ultimativ, ja. Aber wir denken uns, also zum einen können wir damit simulieren, dass McLaren Honda einen Ticken stärker ist, als sie es in Wirklichkeit sind. Sagen wir, es wäre die Saison 2017, der Motor ist zwar immer noch kacke, aber das Auto ist ganz okay. Und ich meine, wir können da immerhin um ein paar gute Positionen mitfahren. Ja. Und in Monaco gewinne ich. Okay, ich nicht. Deal? Ja, okay, gut. Das ist ein Deal. Ist fair. Das ist unfair. Nee, höchstens unfair. Tick. So, ab geht's auf die Strecke mit mir. Ach, du bist auch schon draußen. Ich bin schon on the track. Schön, dass du so kommunikativ bist. Ja, bitte. Wir beiden McLaren-Honda-Piloten müssen ja miteinander zusammenhalten, so Friends-mäßig. So, mir wurde in Ungarn was ans Herz gelegt, das beherzige ich auch natürlich, nämlich einfach mal mit weniger Sprit zu starten ins Quali. Ja, machst du das sonst nicht? Ja, ich habe mir immer gedacht, gut, mit dem Haas, da macht es keinen Unterschied, das Ding ist sowieso ein LKW. Ich musste Magnussen vorbeilassen. Ich lasse gerade Quert vorbei. Kiat. Ich dachte schon, also hinter mir kam halt das schnelle Fahrzeug und dann dachte ich so, oh ja, der ist sicher auf der schnellen Runde, aber Magnussen im Renault, schnelle Runde, ha, Wunschdenken. Wobei, der hat in Singapur ja natürlich super gepunktet, ne? Wie vielter ist er geworden? 10. Aber ein Punkt mit dem Renault ist trotzdem was. Ja. Ja, immerhin. Ist in Ordnung. Also der Marshall ist zwar schneller gewesen, aber... Ja, der war klasse. Hast du die ganzen Bilder gesehen, die jetzt gepostet wurden überall mit diesem geilen Marshall? Ja, auf Facebook kann man auf jeden Fall mal Trollmula 1 suchen. So, ich mache hier nochmal Platz. Die haben so geile Formel 1 Memes. Oh nein, oh, ich bin so ein Trottel. Ich will Platz machen und fahre mir einen Frontspoiler ab. Und jetzt blockiere ich Bottas, weil er außen nicht vorbeifahren will. Egal, dann fahre ich halt eine Runde mit dem kaputten Frontflügel. Oh Gott. Wir fährten hinter mir. Niemand. Wäre lustig, wenn man mit dem Frontflügel starten müsste, mit dem man auch gefahren ist. Mist. Aber obwohl wir bis jetzt im Training und im Quali ein bisschen gefailt haben, im Rennen sind wir beide immer bis jetzt ins Ziel gekommen.
Also da ist noch was drin in der Runde. Die waren nicht so doll. Ja, bei mir auch auf jeden Fall. Ich fahr jetzt nochmal in die Box, ich brauche einen frischen Frontflügel. Ich habe nur noch 0,5 Runden Sprit und ich bin jetzt am Anfang der Runde. Ja, da ist auf jeden Fall in der Runde immer noch was drin. Auf jeden Fall Lift and Coast betreiben, ne, mein Lieber? Ja, und halt, jetzt kann ich auch die Kurven alle cutten. Ja, stimmt, das ist ja erlaubt. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad darfst du sogar die Streckenbegrenzung überschreiten, ohne dass deine Zeit gestrichen wird. Meinst du hier? Natürlich, ja. Ich meine allgemein. Ach so, ja. Also klar. Wenn da steht Verwarnung, Streckenbegrenzung überschritten, glaube ich, zählt die Runde trotzdem immer noch. Also so lange, bis da halt steht, ungültige Runde. Ja, wow. Aber gut, das abusen wir natürlich nicht. Ich habe gerade super krass gecuttet. Und stimmt, meine Runde wäre wahrscheinlich noch gültig, aber das ist lächerlich. Ich glaube, sobald sie rot angezeigt wird und schwarz-weiß die Flagge ist, ab dann bist du im nicht zugelassenen Bereich. Ansonsten geht's. So, meine Reifen sind zum Glück nur 57.000stel langsamer und ich habe einen frischen Frontflügel, glaube ich. Und wehe, du fährst jetzt an die Box gerade. Nee, ich fahre ganz langsam, aber bald an die Box. Ich habe noch 0,24 Runden Sprit. Ja, okay, das reicht. Also wenn es Runden sind, passt sowieso. Aber du hast vorhin Liter, glaube ich, gesagt. Ach so, oh nein, es sind Runden. Jetzt habe ich noch 0,20 und ich schaff's bis in die Box. Ja, jetzt kannst du sogar Vollgas fahren, tatsächlich. Mach ich. So, jetzt habe ich nochmal 0,05 verbraucht. So, und bin in der Box. Also Sochi ist aber echt interessant, denn du fährst hier ja mit, du fährst hier mit quasi Supersoft zwei Runden. Ich bin jetzt zum Beispiel eine schnelle und eine langsame gefahren. Mhm. Aber die Reifen sind nur 57.000stel langsamer jetzt bei mir. Ja, der Verbrauch in Sochi geht gegen Null von den Reifen. Weil der Asphalt, ich zitiere dich, wie ein Babypopo ist. Das ist halt total glatter Asphalt. Der macht den Reifen einfach nicht kaputt. Dafür halt auch nicht besonders viel Grip, eigentlich. Woher weißt du denn, wie Babypopos sich anfühlen, Anton? Ich hatte mal einen, so vor ganz vielen Jahren. Ach so. Ich weiß noch genau, wie sich mein Arsch damals angefühlt hat. Du Arsch. Alter, der McLaren Honda hört sich teilweise so an, als würde da irgendeine CD drin zerkratzt werden. Das klingt so schrecklich, wenn du den in einem Drehzahlbereich konstant hältst, klingt das zwischendurch echt kacke. Ach Moment, haben wir unsere Helme wieder? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. Ja, es gab nämlich zwischendurch ein Patch, wo einige Bugs gefixt wurden, der gehört aber nicht dazu. So, und jetzt bin ich auf einer schnellen Runde. Welche Flügeleinstellung fährst du eigentlich hier? 4-4. Du? 5-5. Okay, ist ähnlich. Ja. Nur um 2 daneben, wenn man summiert. Ehe mir jetzt ein schlechter Gag unterstellt wird. Wow. Super Max. Oh. MC Hammer. Oh oh. Ja, jetzt habe ich hier abgekürzt. Macht nichts, fahr weiter. Ja, ich lupf minimal das Gas, so, und jetzt Vollgas wieder.
Im Rennen macht es nichts aus, aber im Quali. 14. Cool. Ich glaube, da war ich im Training gerade nochmal schneller sogar. Ach, das war nix. Bist du gerade auf einer schnellen? Ja. Jetzt definitiv, ja. Gib mir Windschatten! Danke. So will ich es auch im Rennen sehen. Oh Mann. Ja, same. Immer noch auf einer schnellen? Karma. Ja, ich habe da 3-4 Zehntel liegen lassen, aber es reicht, um mich zurück zur Box zu wollen. Oder vielleicht nicht. Ach, jetzt musst du warten, bis ich drin bin. Oh nö! Warum habe ich dich denn jetzt eigentlich vorbeigelassen, du Sack? Weil ich ursprünglich auf einer schnellen war, bis ich mich verbremst habe. Also, du hast mich nicht verarscht. Nein, nein. Oh Mann. Du hast doch den Verbremser gesehen, oder? Ja. Vielleicht war das alles einfach nur gut geplant. Nur um mich jetzt hier psychologisch unter Druck zu setzen. Das war 1:1 die Szene Rosberg 2014 in Monaco. Ich verbremse mich... Gut, ich habe keine gelbe Flagge ausgelöst, aber... Das war ja seltsam gerade. Ja, oder Ungarn 2007. Ja, Alonso und Hamilton. Oh, wir haben nur noch unter 5 Minuten, ne? Jo. Also ich gehe jetzt mit einem Supersoft-Satz gleich nochmal raus. 2 schnelle Runden knallen. Ja, ich gehe auch mit einem noch raus, aber ich fahre auch nur eine schnelle. Wenn ich die verkacke, habe ich halt Pech, ja. Ja, ich guck mal, wenn ich in die Top 10 komme, dann werde ich es bei einer Runde belassen. Aber wenn ich nicht in den Top 10 bin, kann ich den Reifensatz ja genauso gut kaputt fahren, theoretisch. Ja, stimmt. Aber wenn ich dann in die Top 10 komme mit der zweiten Runde, ist es ein bisschen blöd. Naja, natürlich, der Reifenverbrauch hier ist so gering, am Ende macht es eh keinen Unterschied. Ja, das ist korrekt. Ich finde es aber trotzdem schade, dass man zum Beispiel nicht das gesamte Klassement auf Knopfdruck mal abrufen kann, weil zum Beispiel bei einem... Also wenn du auch wüsstest, wie viel ein Boxenstopp jetzt abzieht, ich meine, das ist ja so eine Information, die der Fahrer nicht unbedingt in meinem Kopf haben muss. Ja. Das sagt dir ja auch ein bisschen das Team immer. Und wenn du dann wüsstest, wie viel dir ein Boxenstopp an Zeit kostet und wenn du die Zeitabstände zu allen Piloten hättest, könntest du da taktieren, dass du nicht hinter jemandem rauskommst. Jetzt musst du es alles abschätzen. Positionsverbesserung muss ich mich um 3 Zehntel ziemlich verbessern. Das ist viel. Wie viel da bist du? Das kann ich gerade nicht lesen, weil das so verpixelt ist. Ich fahre jetzt gerade raus. Ich kann es dir sagen, wenn ich auf der Strecke bin. Ja, dann schaue ich gerade mal selbst nach. Du bist Sechster? Bist du komplett besoffen? Ich gerade mal Sechster, ja. Du bist 38,2 gefahren. Nicht schlecht. Gut, da bin ich ein bisschen langsamer. Was muss ich denn machen, damit ich in die Top 10 komme? 1,38,8. Ja, mal gucken, ob ich die fahren will. Ist ja bei mir auch immer so ein Ding, ne? Ich bin jetzt in der Karriere in Ungarn 1-Stop gefahren. Hat sich nicht so gut angefühlt. Ich hab's gesehen. Am Anfang war ich ungefähr auf gleicher Höhe wie Vettel, am Ende war ich eine Minute zurück. Ja. Hat sich dann ja doch nicht ausgezahlt. Aber in der End. Ach ja, vielleicht hat es ja jemand nicht geguckt, dann spoiler ich mal nicht.
Ja gut, das ist... Also das Video hier kommt jetzt 2 Wochen später oder ja, so. Ja, vielleicht hat es trotzdem jemand nicht gesehen. Wer weiß. Aber ja, war... Am Ende wäre 2 oder 3 da schneller gewesen, ne? Ich glaube auch. So, du bist jetzt auf deiner schnellen? Ja. Im zweiten Sektor ist gelb. Nee, ist Startziel. Ich habe vergessen, das DRS aufzumachen. Ich habe eine Kurve leicht gecuttet, bin dann kurz mal langsamer gewesen, habe 2 Zehntel wieder gegeben. Nein. Oh. Na. Ja, da ist nichts mehr drin bei mir. Ich habe in der letzten Kurve 2 Zehntel liegen lassen. Ach, dammit. Ich bin geradeaus gefahren. Das ist nicht gut. Ja, die Runde war nix. Ja, also. Hat ich sehr, sehr gut begonnen bei mir. Dann hatte ich einen leichten Cut. Dann habe ich dann gleich da Quersteher, habe dann die 2 Zehntel wieder hergegeben, die ich vielleicht durch den Cut gehoben hätte. Dann habe ich wieder 2 Zehntel mir rausgeholt im letzten Sektor und alles in der letzten Kurve weggeschmissen. Ja, das ist ärgerlich. Ich würde sagen, einfach mal aus, also wir sind ja ohnehin, wir haben ja eine gute Vertrauensbasis. Ich würde einfach sagen, wenn jemand cuttet, dann soll er einfach weiterfahren, weil wir wissen beide, dass es nicht mit Absicht passiert. Jo. Und vor allem im Rennen wird sich das sowieso ausgleichen. Sochi ist vor allem eine Strecke, wo man sehr, sehr leicht cutten kann. Und das Spiel erkennt die meisten Cuts nicht. Also beziehungsweise es lässt es einfach zu, weil du würdest sonst so zugespammt werden mit Strafen und Verwarnungen. Ja, okay, gut, aber... Wie vielter bist du jetzt eigentlich? Nein, ich bin aus Top 10 rausgefallen. Naja, jetzt hast du freie Reifenwahl. Ja, aber ob ich die jetzt will... Okay, ich würde sagen... Wie vielter bin ich? Ich glaube, du bist immer noch Sechster. Siebter. Raikön hat mich noch. Ah, oh, scheiße, ich wäre sogar vor Raikön gelandet, wenn ich die letzte Kurve noch gekriegt hätte. Ja, das ist ärgerlich. Weil da habe ich sicher, dass, eben, ich bin davon, ich glaube, 2,6 Zehntel auf 0,6. Jetzt das heißt, nur interessieren, 6 wäre drin. Mich würde interessieren, wo du schneller bist. 34,8 habe ich im ersten. Was hast du im ersten? Was siehst du das? Linker Dingens, Rennleitung. Fahrer und dann kann ich Rundenzeiten an. Ah! Ja, da fährst du schon mal 34,5. Okay, dann wahrscheinlich hat der Flügel da schon eine gewisse Auswirkung. 34,7. Da ist mein bestes 34,695.
Okay, das ist sehr knapp. 29-1. 28-7. Oh, ich dachte immer, dass ich im letzten Sektor ziemlich gut unterwegs bin, aber anscheinend habe ich hier ein bisschen gepatzt. Dann zweiter Sektor sind wir gleich, erster knapp und dritter Sektor verlierst du anscheinend die Zeit, ne? Ja. Ah ja gut, weiter? Weiter. Ah, du hast einmal die Kurve abgekürzt. Ich auch. Und Sergio Perez hat unerlaubtes Blockieren Gridstrafe. Okay, weiter. Ah ja. Ja genau, das war ja die Runde, wo ich gesagt hätte, da sei ich, hätte ich gecuttet. Ach so, stimmt, das war mit Absicht gecuttet. Ja, habe ich ja gesagt. Und du hattest ja auch einmal gecuttet und bist dann vom Gas gegangen. Stimmt, aber ich glaube, da habe ich keine Verwarnung bekommen oder so. Ich habe auch keine Verwarnung bekommen. Das ist komisch. Da stand keine Verwarnung. Das ist komisch. Okay, was steht hier als Rennstrategie an? Cool, super soft, soft. Jo, mach ich. Also 50% Rennen, damit wir hier mal super variable Strategien sehen. Also was ist die erste Strategie hier? Super soft, soft. Ja, okay, aber ich nehme mal auf jeden Fall mehr Sprit mit. 27 ja, Runden dauert das Ding. Ich würde einfach mal 32 Runden. Ah, da ist man am Anfang so schwer. 31 Runden, würde ich mal sagen. Okay, also, wie viel Kilo sind das? Das sind doch über 50 Kilo dann, oder? 51,2. Boah, ich nehme 48 Kilo mit für 29 Runden. Ja, also ich weiß nicht. Ich finde es halt cool, wenn du irgendwie dauernd auf Dingens fahren kannst. Das Ding ist, wir haben jetzt... Du brauchst das auch von da hinten. Ja. Oh, scheiße, du bist eigentlich nur 4 Plätze hinter mir. Das, ich wollte gerade sagen, da würde ich nicht allzu sicher sein, dass ich irgendwie da jetzt dass du vor mir ins Ziel kommst. Dass ich dann meine Vier-Stopp-Strategie. Ja, okay. am Ende musst du vielleicht wirklich so oft stoppen. Das Ding ist, das können wir auch ganz kurz durchsprechen. Was machen wir im Fall einer Safety-Car-Phase? Ich würde sagen, ich guck mal jetzt gerade, wie lange halten die Mediums? Die Mediums. Da kannst du quasi in Runde 2, in Runde 1 theoretisch reinkommen, was super langsam ist, aber theoretisch könntest du, ich sag mal, der Sweet Spot für die Medium-Reifen ist zwischen Runde 10 und 14, so etwa. Das heißt, da also... Da holst du dir doch schon die Softs. Nee, ich meine, du weißt nicht, was ich meine. Ja, okay, gut, ja, das ist, wow, das läuft auf selbe hinaus. Okay, gut, aber ganz kurz wegen der Safety-Car-Phase, ab wann sollte man denn da stoppen, falls man durchfahren will? Okay, theoretisch kannst du... Wenn dann nur in den ersten 5 Runden, wenn in den ersten 5 Runden ein Safety-Car ist und du dann tatsächlich durchfahren willst, dann musst du es da machen, weil danach lohnt sich nicht mehr. Dann kannst du auf jeden Fall schon mit den Softs durchfahren. Wenn jemand mit Softs ab Runde 7 durchfahren kann, dann du. Ja, die ist auch nur 2 Sekunden langsamer, die Strategie. Also meine aktuelle ist Runde 10. Wo sollst du reinkommen? Ja, mache ich auch. Runde 10. Ja, okay. Dann schauen wir einfach mal, wie wir uns damit arrangieren. Okay, let's go. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich nicht auf Soft starten soll, weil da hast du theoretisch, kannst du dann ja auch auf Super Soft wechseln. Bei einer Safety-Car-Phase. Aber es wird zu riskant, falls es in den ersten 2-3 Runden eine gibt. Vorsicht in Kurve 1. Die KI fährt da ein bisschen retarded. Okay. Ich weiß nicht, ob du den Verstappen-Crash von mir gesehen hast. Nee. So, jetzt. Ich passe jetzt mega auf. Dass ich nicht schon wieder jemandem fast hinten draufbretter. Hier werden die nämlich super langsam schon wieder. Und jetzt geben die Vollgas. Was ist das denn? Soll ich den Kwiat machen? Zerstört eher dein Rennen. Ja, aber ich könnte dir ein paar Verfolger vom Hals schaffen. Und wir würden unsere Serie fortsetzen, dass wir... Ja, dass nur einer punktet von uns. Das ist eine tolle Serie. Eine sehr, sehr tolle Serie. Hey, vielleicht schaffen wir es beide wirklich jetzt mal. Das wäre es jetzt, ne? Das wäre gut. Ja. Kurz nochmal eine Überlegung. Medium wird man nicht fahren, ne? Definitiv nicht. Eher nicht. Also ich würde selbst in Runde 1, wenn man da einen Safety Car hat, dann würde ich lieber auf Soft wechseln, wahrscheinlich. Boah, ich bin nervös, Junge. Auch bei mir geht's grad. Boah, ich bin nervös. Ich hab Schiss, dass beim Start was schief geht.
Wie oft bist bei dir beim Start was schief gegangen? Letztes Rennen. Ach stimmt. Ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Stimmt. Oh verdammt. Ja. Ja, wobei ich glaube, wenn wir uns ein bisschen bedeckt halten, dann geht das schon. Ich würde Kurve 1, da würde ich auf jeden Fall aufpassen, dass da ein Fahrzeug eventuell quer kommen könnte. Und dann. Ja, ich würde halt. Ja. Boom, könntest dich abschießen. Ich würde halt gerne einen richtig guten Start erwischen, weil hier kann man super viel gut machen. Okay, wir nicht, wir werden am Ende der Rennen wieder gefrühstückt. Ja, warten wir mal ab. Die Zufahrt zu Kurve 1 ist sehr lang, da geht ja noch was. Ja. Okay, let's go. Die beiden Alter, Williams. Ich stehe scheiße. Du hast zwei Williams hinter dir. Super! Die haben zum Glück gar keine Topspeed. Soll ich dich noch mehr motivieren? Dahinter ist auch noch Nico Hülkenberg. Ey, Gutierrez ist gerade rückwärts gefahren. Alter, Raikkonens Reifen drehen sich rückwärts. Ja, der Gutierrez auch gerade. Lol, die sind zu weit gegangen. Okay. Wow, yo. Schon wieder Crash. Oh. Wow! Ach Mann! Mein Frontflügel ist weg. Der ganze? Nein. Ach komm. Das geht hier einigermaßen. Probiert durchzufahren. Mehr Pech kann man ja nicht haben. Oh, zwei fette Kollisionen. Einmal Ricardo, der gedreht wurde, und einmal Hülkenberg. Ja, und beide in mich rein. Hast du das gesehen? Hülkenberg, glaube ich, nicht in dich rein. Beide in mich. Von links und von rechts kam einer. Ach so, ja, rein. Hülkenberg war schon in Kurve 1. Ach so. Na, klasse. Ja, probier zu fahren. Also, ich habe im Haas mit einem halben Frontflügel hier durchhalten können. Ja, ich habe links und rechts der Frontflügel weg. Ach so. Oh, weil ja links einer in mich rein ist und rechts. Beides auch. Rot oder? Beides rot oder? Links ist es gelb, rechts ist es orange. Ja, aber das geht auch noch einigermaßen. Soll ich dich überholen? Ich bin rechts, ne? Ich weiß. Ja, das ist super ärgerlich. Also du könntest versuchen, ein, zwei Runden nochmal durchzuhalten. Ja, ich fahre jetzt weiter. Hinter dir ist jetzt eh nur Wehrlein gerade. Vergiss nicht, Flügelschaden reparieren auf einzustellen. Ja. Ist es. Dann stehe ich schon wieder 10 Sekunden. Dann würde ich auf jeden Fall 1, 2, 3 Runden früher oder später reinkommen. Auf jeden Fall früher. Mit Flügelschaden auf jeden Fall früher. Ja. Ja, ich kann die Kurve hier nicht Vollgas fahren. Zu deiner Beruhigung, bei mir geht es auch nicht wirklich. Ja, aber das hier ist schon bitter. Also, ich bin jetzt schon sehr langsam. Also, wenn du jetzt... Je eher du auf Soft wechselst, du könntest auch eventuell natürlich zwei Stop noch fahren. Nein. Kurzen Stop für Soft und dann nochmal Super Soft. Aber ich glaube, jede Runde... Deswegen habe ich das ja auch alles nachgeguckt. Jede Runde, die du auf Soft jetzt zusätzlich fährst, kostet dich 2 Sekunden. Die Frage ist, wie viel kostet dich der Flügelschaden aktuell? Auch ungefähr 2 Sekunden. Wow, okay, hier vorne könnte einiges passieren. Dann würde ich für eine Virtual Safety Car Phase eventuell warten. So wie die vor mir gerade abgehen, könnte die tatsächlich eintreten. Der McLaren Honda hat viel bessere Bremsen als der Ferrari.
Bist du wenigstens im Windschatten von Williams? Nein, ich komme ja. Der ist ja in den Kurven viel schneller als ich. Ich verliere ja in jeder Kurve ein paar Zehntel Zeit. Ja, weil wir McLaren Honda haben, ist er nicht nur in den Kurven schneller. Also bis P2 ist ja alles gequetscht gerade. Toll, das heißt, ich könnte bis nach P2 vorfahren mit einem ganzen Flügel. Aber nein. Ich habe mal wieder das Glück auf meiner Seite. Kollision passieren. In China hat es auch mich getroffen, dann direkt. Ja, aber gut, da hat's deinen Flügel zerfickt und du musst wieder 10 Sekunden in der Box warten. Das wusste ich, weiß ich gar nicht gerade, aber ich musste auf jeden Fall. Oh, ich musste auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit aufholen. Und Verstappen und Ricciardo, die kollidieren ja die ganze Zeit hier. Die haben sich jetzt dreimal innerhalb von einer Kurve berührt. Gedreht wäre gut. Dass aber kein Safety Car nach dem Start-Crash gekommen ist, ne? Oder nach den Start-Crashs. 43,4 fahre ich hier. 43,5. Also es kostet mich so eine Sekunde, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, so ab Runde 7, 8 kannst du reinkommen. Ja, genau. Und dann auf Soft durchfahren. Wenn du das hinbekommst, ich hoffe es. Ja, es ist kein Problem. Die halten ewig. Da ist irgendeiner ganz vorne weggefahren. Das ist mega krass. Boah, der Abstand. Kurven hier, ich kann die einfach alle überhaupt nicht fahren. Es geht nur geradeaus. Kannst du vielleicht das Differential so ein bisschen umstellen? Ungerne. Ich weiß, du fährst am liebsten mit 50er, aber ja, probier mal wenigstens 70 mal. Oder so. Ja. Wow. Ich glaube, nach dem ersten Stop wird sich das alles hier lösen. Spätestens wenn Rosberg und Vettel nicht mehr im Zweikampf sind, wird einer von den beiden sich absetzen. Also ich bin jetzt 1:41,3 gefahren. Boah. Okay, dann kostet es mich bedeutend mehr als eine Sekunde. Vettel und Bottas. Oh, Ricciardo, wie weit außen der fährt. Oh mein Gott. Okay, Rosberg setzt sich jetzt, glaube ich, ab. Ach Mann, ich will auch mit euch fahren. Wollen wir neu starten? Nein. Hätte ich eh nicht gemacht. Ich weiß. Ach, halt's Maul, Jeff. Ich glaube, wenn man halt die Klappe sagt, hört er wirklich drauf. Ich habe meinen so eingestellt, dass er, glaube ich, nur noch Befehle geben kann. Beziehungsweise entgegennimmt. Wow! Vettel von Bottas und Ricciardo überholt auf der Geraden.
Ich hoffe, dass ich jetzt weg vom Williams komme. Alter, Will, Alter, was für ein kranker Williams, ey. Boah. Ich hasse es, wenn die KI einen manchmal ignoriert. Ja. Der ist mir so hart in die Kiste gezogen, der Kerl. Ich werde wohl diese Runde schon in die Box kommen, denke ich. Ich kann dir sagen, die Spitzengruppe ist jetzt nicht unbedingt viel schneller, ne? Die fahren gerade so entgeist, Alter. Die fahren gerade alle so bekloppt. Wegen all der Zweikämpfe um mich herum war ich im ersten Sektor eine Sekunde langsamer. Und jetzt fährt mir wahrscheinlich wieder Bottas in die Kiste. Greift Bottas gar nicht mehr an. Ich hoffe einfach, dass der jetzt vor mir eine Pace fährt und ich mich von ihm ziehen lassen kann. ...10,2 Sekunden mal wieder. So. Aber du hast freie Fahrt. Ja. Endlich kann ich die Kurve hier Vollgas fahren. Ich überlege, ob ich nicht sogar quasi so einen Overcut mache und ein bisschen länger draußen bleibe. Ja, die Supersofts halten lange, ne? Ja, das ist auch 34 Runden. Auch bei 50 Prozent haben sie bei dir? Weiß ich gerade nicht. Ja, auch bei 50 Prozent. Okay, das ist krass. Ich schaue mal gleich nach. Ja, der Kerngedanke ist halt, dass ich glaube ich außerhalb dieser ganzen Kampftruppe hier doch nochmal einen Ticken schneller sogar könnte. 25% überall. Ja, ist ja easy. Ich glaube so 5 Runden oder so kriege ich damit noch hin und alle werden wahrscheinlich in Runde 10, 11 reinkommen. Ich spare dann schon mal ein bisschen Sprit für den zweiten Stint und für die Zeit nach deren Stops.
Hinter mir sind zwei Ferrari, das ist ja richtig angenehm gerade. Zweimal auf DRS drücken ist nicht so schlau. Oh nein. Naso fährt hier ultimativ komisch. Dabei fahren wir auf Legende. Nein, die Leute kommen genau vor mir aus der Box. Wehrlein! Wehrlein! Im Ernst, ich bin hinter Wehrlein. Das ist ja mal super peinlich. Den ich jetzt gerade übelst geil überholt habe. Und dabei bestimmt 3% Reifen verbraucht habe. Ich bin stolz auf deine Prioritätensetzung. Ja, der wäre mir sonst jetzt vor der Nase gewesen und ich hätte wieder Sekunden um Sekunden verloren. Lewis, fahr nicht weg. Ich will dich nicht attackieren. Ich will mich nur mitziehen lassen. Okay, ich habe eine Überraschung für dich. Alle sind auf Soft. Warst du schon in der Box? Das steht bei dir eingeblendet. Also, nee. Oh. Also, wenn ich an die Box fahre, steht es da eingeblendet. Ah. Also in der Theorie halten die Reifen saulang, aber die sind jetzt schon nicht so geil. Okay.
Kacke, diese mega Kacke gerade. Was fährst du denn so für Zeiten? Ich werde jetzt eine sehr schlechte Zeit fahren. Ich bin im zweiten Sektor schon 2 Sekunden langsamer persönlich. Sieht nach 43er aus. Ich habe so Probleme mit Untersteuern gerade. Ja, und Hamilton war ein bisschen schneller. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir uns auf der Strecke nochmal begegnen, ne? Wenn ich schnell genug bin. Ich habe in dieser Runde so viel Zeit verloren. Alter, was war denn das? Naja, du fährst schon wieder. Ja, okay, gut. Wow! Ich hab ja pro Runde 2-3 Sekunden verloren vorhin und dann nochmal 10 Sekunden an der Box. Das hole ich nicht so einfach auf. Ja gut, das kann sein. Ja, dein Stop war 10 Sekunden lang, du hast 7,5 verloren. Ja, ja. Ja, okay, die Softs sind jetzt gerade viel schneller. Das darf doch nicht wahr sein. Massa ist, glaube ich, in meinem Windschatten. Im DRS-Fenster, meine ich. Auf welcher Position befindest du dich gerade? 11. Du? 8. Auf dem besten Wege zu den Ferraris nochmal hin. Dann gib nochmal alles. Ein Punkt ist auf jeden Fall noch drin. Dafür muss ich Perez holen. Ja, der kann nix. Also schon, aber im Spiel. Sekunden. Oh, ich hab's gerade mega verhauen. Immerhin fahre ich jetzt wieder meine persönlichen Bestzeiten gerade fast. Wenn die Ferraris sich nochmal rausschießen, dann kommen wir beide auf jeden Fall weiter nach vorn. Was fährst du denn gerade für Runden? Oh, jetzt habe ich abgekürzt. 41, 3, nee, 4. Jo, ich auch.
Ja gut, das ganze Abkürzen hat mir 0,2 Sekunden gebracht. Ist nicht so schlimm. Ich komme eine Zehntel näher an die Ferrari. Das gibt's doch nicht. Die sollen sich mehr Zeit kosten. Oh. Eieieiei. Ich werde gleich vom Gas gehen, je nachdem, wie viel Zeit mir das gerade gebracht hat. Das sind ja über 10 Runden noch. Ja. Das fällt mir gerade gar nicht auf. Oder fiel mir gerade gar nicht auf. Und dann hast du auf jeden Fall noch ein paar Runden Zeit, um Perez zu kriegen. Ich komme aber kaum näher. Ich hasse es, wenn man nach Kurven zu weit rauskommt hier. Nach der langen Links zum Beispiel. In der Rechtskurve, da komme ich immer ein bisschen zu weit raus. Ja, das kostet Zeit. Boah, mir kämpfen die beiden Ferraris nicht mehr, das heißt, die kosten sich leider keine Zeit mehr. Aber vielleicht besteht da ja die Chance, den einen ohne DRS zu schnappen. Hast die untersteuernde Linkskurve, Mann.
Gecuttet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles geben soll, um nochmal einen Ferrari zu kriegen, oder ob ich safe den 8. Platz heimholen soll. Ich hatte gerade so eine Ingame-Möwe voll irritiert. Ich dachte, das ist so eine Fruchtfliege. Wäre immer dieser Seagulls, ey. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Wie groß ist der Abstand? Nicht mal so groß, oder? Zu Perez. 3,4. Ich hole konstant 4 Zehntel pro Runde. Immer noch mit 41er Zeiten? Keine Ahnung, glaub schon. Oh, 2,2 Sekunden Rückstand zu Räikkönen. Wie kommt das jetzt zustande? War es vorher mehr oder weniger? Statusvordermann. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt. Nein, nicht Teamkollege. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit. Lag bei 1 Minute 41,5. Oh, 41,5 bist du gefahren. Nicht Teamkollege. Fahrer vor mir. Ich habe im letzten Sektor 7 Zehntel aufgeholt. Bin anscheinend auch 41,5 gefahren. Hallo Kimi! Wow! Okay, ja.
Also Massa wird auf jeden Fall auch deutlich langsamer gerade, ne? Ist das der auf P9? Ja. Perez holt auch mega auf den auf. Los Sergio, hol dir P9 und du Anton P10. Umgekehrt natürlich. Dürfte es auf jeden Fall entgegenkommen, dass die beiden miteinander kämpfen, dann gewinnst du auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit dazu. Jo. Wow, alter Schwede. Ich glaube, ich habe zwischendurch schon im Rennen ein paar Mal gecuttet, aber jetzt gerade fahre ich komplett ohne Cuts so deutlich schneller als Raikkonen. Okay, gut. Nach der Geraden die rechts ein bisschen. Verliere wieder auf Perez. Das ist wahrscheinlich die Zwischenphase, wo er DRS hat. Geduld haben und überholen. Am Ende des Rennens. Naja, meine Reifen geben jetzt auch langsam nach, ne? Du dürftest wahrscheinlich bei so etwa 40% sein oder so? Ja, bin schon deutlich drüber, denke ich. Ich pushe ja die ganze Zeit voll. Da ist nichts mehr drin, ich verliere. Ja, probier jetzt zeitlich noch das Maximum rauszuholen, damit du, falls ein Fehler jemand machen sollte, dass du da dran da bist. Oh Gott, Raikkonen hat natürlich durch DRS so einen Vorteil. Ich hasse diesen Krützenmotor, ey. Die letzten vier Runden werde ich mich wahrscheinlich mit dem Ferrari vergnügen müssen hier. Gecuttet, aber es ist egal, weil es ist eh keiner hinter mir und keiner vor mir. Ja, also ich interpretiere mittlerweile die Rechtskurve nach der Langgeraden auch ein bisschen eigenwillig. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Konzentration. Ich glaube, das Cutten bringt auch nicht mal unbedingt so viel, weil es macht das Auto direkt so instabil in dem Game. Sobald du mal auf über Curbs fährst. In Ungarn, diese schnelle Links, die habe ich auch mal gecuttet letztens im Training, glaube ich. Und da habe ich auch Zeit verloren sogar. Also sogar dort.
Oh nein, es war blöd, Raikkonen vor Startziel hinter mir zu behalten. Jetzt hat er DRS. Okay. Er lässt sich ein bisschen weit raustragen in Kurve 1. Und stellt sich quer. Wow! Wow. Gelbe Flaggen bei mir. Wow. Wow, was ist passiert? Raikkonen ist mir voll ins Heck gefahren. Nein. Ich habe auf der Geraden bin ich recht mittig gefahren, da ich nach innen ziehen wollte. Aber ich habe im Rückspiegel sogar gesehen, dass er auch immer weiter nach innen zieht. Aber was soll ich machen? Ich wollte da nach innen. Und natürlich ist er mir in letzter Konsequenz auf mittlerer Höhe direkt ins Heck gefahren. Och komm, und dann bremst er auch noch so arschlangsam ab. Ja, Palmer kommt näher, beeil dich, Kimi. Ich will diesen Punkt noch wenigstens retten. Also die KI ist auf den Geraden extrem retarded. Ja, genau, lass dich so weit raustragen, wie du willst. Boah, unerlaubtes Überholmanöver. Ich glaub's nicht. Ich kotz gleich. So, jetzt ist er kurz vorbei gewesen. Jetzt verzieh dich, Raikkonen. Hast du noch einen Frontflügel? Nö. Wow. Der ist glatt ab. Deswegen will ich ja so schnell wieder vorbei an den Kerl. Der hat auch keinen, aber der fährt jetzt an die Box und ich fahr durch, natürlich. Weil ich hoffe, in der letzten Runde mich noch verteidigen zu können, irgendwie. Ich zeig dir gleich nach der Aufnahme das Replay, das ist... Jo. Ja, und ich zeig dir, was bei mir in Kurve 1 war. Das ist Kurve 2, oder schon? Ja, theoretisch Kurve 2. Ja, ich hab's gesehen, Ricardo hat sich rechts weggedreht und plötzlich kommt er wieder zurück auf die Strecke und voll gegen dich und links war halt auch noch ein Auto. Okay, ich hab's gar nicht mehr so im Kopf. Mann, ey. Egal. Zwei Autos in den Punkten, es ist zwar ärgerlich, ich war, glaube ich, siebter da. Stell dir vor, wenn das bei mir am Anfang nicht gewesen wäre und bei dir am Ende, wir hätten wahrscheinlich so vierter, fünfter werden können. Ja. Aber ich push jetzt auch nicht mehr, ich fahre das jetzt, ich dudel das jetzt irgendwie nach Hause. Ja, ich hoffe, dass ich nicht mehr von... Bei dir, ich glaube, du könntest ganz knapp vor ihm bleiben. Das hoffe ich auch. Ich muss jetzt halt extrem vorsichtig fahren.
Oh, ich habe auch keinen Spritüberschuss mehr. Verdammt, jetzt fahre ich die Gerade nicht mehr auf Fett. Also, zusammenfassend kann man schon sagen, wir haben beide schon ein bisschen Pech in dieser Saison bis jetzt. Mhm. Oh, ja, jetzt habe ich abgekürzt, ist aber egal. Ja, er kriegt dich nicht mehr, ne? Nee, der kriegt dich nicht. Ja, er ist auf jeden Fall nah dran. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, wenn ich einen Fehler machen sollte, kriegt er mich. Machst du aber nicht. So. So ein bisschen vom Pech verfolgt wir beiden, aber... Zum ersten Mal beide in den Punkten. Was? Wow, wir haben 3 Punkte. Was? Plötzlich haben da alle Autos gestanden. Aha. What the hell? Egal, zum ersten Mal beide in den Punkten. 3 haben wir geholt, ne? Ja. Ja. Also ich hätte die Position. Ich hätte die Position hinter Vettel geholt. Das wäre der 7. gewesen. Da hätte ich 6 Punkte geholt. Ja. Ja gut, du wärst dann eher nicht in den Punkten gewesen, weil Raikkonen ja noch da war, aber. Ja. Ohne Zwischenfälle wäre ich eh auch da vorne gewesen. Ja, stimmt, ja. Also ohne das am Anfang wäre ich ja da gewesen. Ja. Ja, ich glaube, wir hätten beide auf jeden Fall gegen Raikkonen konkurrieren können. Ob es davor für Vettel oder so gereicht hätte, schwierig, denn Bottas und Vettel, die haben schon richtig affenschnelles Tempo hingelegt. Wobei du bist ja vor mir gestartet, das heißt, du hättest vor mir noch die Chance gehabt, diese Gruppe zu überholen. Und wenn du dich vor Rosberg hättest setzen können, dann wäre da keiner vorbeigefahren. Beziehungsweise die wären vorbeigekommen, du hättest dich verteidigt und dann wäre dieser Train bis zum Boxenstopp und auch wahrscheinlich danach noch zusammengeblieben und dann hätten wir uns beide irgendwie bis hin zu P2 und 3 verbessern können eventuell. Aber es ist leider so... So ist es aber nicht gekommen. Wir sind 9. und 10. Ja, leider ist es so, dass die KI einfach auf den Geraden so mega retarded ist. Das ist echt... Also ich habe sogar einen Crash, den kann ich hier vielleicht gerade mal einbauen, von Singapur, wo ich so hart abgeschossen wurde, wo mir einfach so plump einer ins Heck fährt. Ja. Ja, ich finde, die KI macht super seltsame Sachen. Das hat man gesehen bei dir in Ungarn, in dem Rennen, wo die immer vor der schnellen Linksbergaufkurve, wo die sich immer außen dann daneben gesetzt haben. Ja, und dann auch, noch nach rechts rübergezogen sind, ne? Ja, ja. Und die Situation, fand ich, war mega vergleichbar mit dem, was ich in China hatte mit Kwiat. Das ist natürlich, habe ich da auf seine Linie gezogen, aber es ist auch einfach so, dass nie im Leben ein Rennfahrer sich da hinsetzen würde. Niemals, weil jeder weiß, die Person nach vorne wird einen Schlenker machen. Weil du willst ja auf die Ideallinie, wenn dich jemand überholt hat. Nie im Leben macht das ein normaler Rennfahrer. Und das ist genauso wie mit dem in Ungarn. Niemals wird sich da irgendwie außen ein Rennfahrer hinsetzen. Oder das, was bei dir jetzt war, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich gehe davon aus, das hätte nie einer gemacht. Ja. Ja. Naja. Schwierig, schwierig, schwierig. Na gut. Ja. Was soll man sagen? Ist halt ein bisschen blöd. Wow, wir sind beide begeistert von dem Rennen. Schweigen. Ja, es ist halt ein bisschen schade. Es war halt viel mehr drin eigentlich. Ja. Sochi ist halt auch eine Strecke, die also mir persönlich jetzt sehr gut liegt. Und jetzt kommt Spanien. Das liegt mir zum Beispiel überhaupt nicht. Dann kommt Monaco, liegt mir überhaupt nicht. Dann kommt Kanada, liegt mir überhaupt nicht. Und erst dann kommen wieder die Strecken, die ich mag. Ja, Baku oder wie? Baku, glaube ich, liegt mir schon besser, ja. Oh. Okay, da holen wir sowieso keine Punkte im Honda, aber... Warten wir mal ab. Also die KI ist hier ist in Baku schon extrem schnell. Ja, eben, das sage ich ja. Die Strecke liegt mir, aber wir holen da keine Punkte. Ja, da bin ich mal gespannt auf das Teamduell, aber... Ach, weiß nicht. Ach, Mann... Wir hätten beide jetzt ein bisschen weiter vorne stehen können, aber ey, dem Ganzen hinterher zu heulen, bringt nichts. Ja. Immerhin, wir haben 33 Punkte geholt. Damit sind wir auf P5. Ja. Kann man hier schon auf weiterklicken, um das zu sehen, oder? Ja, ne? Ja. Jojo, also... Ah, ja. Wir haben Mercedes vorne weg, das ist klar gewesen, aber auch was für ein Vorsprung. Also, Ferrari und Red Bull zusammen addiert haben so viele Punkte, fast... Also ein bisschen mehr als Mercedes, aber das ist ein crazy Abstand bis jetzt. Ja, man muss halt überlegen irgendwie, wenn man, wenn das alles so geschehen wäre, das Rennen im Rennen, wie man annehmen sollte, wie es passieren sollte, also ohne große Crashs, ohne Zwischenfälle,
dann wären wir jetzt halt wahrscheinlich irgendwo, weiß nicht, zumindest an Verstappen, also ich zum Beispiel wäre an Verstappen vorbei. Ich hatte ja vor dem Rennen schon Punktevorsprung, aber ja, du wärst da irgendwo in Richtung Felipe Massa, aber gut, kann man nichts machen, ne? Ja, deshalb guckt man es ja auch, weil nicht immer alles vorherrechenbar ist eigentlich, ne? Oh ja, ja, also ich muss aber trotzdem sagen, es hat zwischendurch sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch gegen Kimi zu kämpfen. Dieser Anfangskampf gegen die ganzen großen Tiere, sag ich mal, war auch sehr geil. Ja. Also ich hatte ja am Anfang irgendwelche Leute hinter mir halten einfach und ab dann ab dann habe ich nur noch einmal Pascal Wehrlein überholt und Magnussen überholt. Dann habe ich niemanden mehr gesehen. Ja. Dann bin ich alleine meine Runden gefahren. Das ist sicher eine spannende Cockpit-Ansicht gewesen. Sehr, ja. Aber na, jetzt sind die Leute selber schuld, wenn sie es sich gegönnt haben. Ja gut. Jetzt ist eh zu spät. Ja gut, also im Endeffekt, man kann ja auch nie hundertprozentig immer das krasseste Rennen bieten. Und dafür ist es ja auch nicht gedacht. Formel 1 ist ja genauso. Monza war zum Beispiel nicht ganz so interessant, dafür war Spa krass, Singapur war mega krass, also die erste Hälfte von Singapur hat nach einem sehr unscheinbaren Rennen ausgesehen, aber ich habe mir da schon gedacht, okay, strategisch wird es da wahrscheinlich die eine oder andere Finesse noch geben und am Ende hat man gesehen, da gab es nochmal nicht nur Finessen, sondern Umwälzungen. Ja. Ja. Okay, also, um es abzurunden, wir sind auf P5 in der Konstrukteursmeisterschaft. Klingt besser als P8 und 10 in der Fahrermeisterschaft, ne? Ja, deshalb sage ich das. Ja, okay. Außerdem, jetzt erstmal, wo wir so wenig Punkte haben, braucht man auch noch gar nicht auf die Fahrermeisterschaft zu gucken, glaube ich. Ja, also ich würde trotzdem sagen, wir sind für die nächsten zwei Rennen auf jeden Fall gut gerüstet. Wir haben McLaren Honda. In Spanien ist der McLaren Honda gut. Ich glaube, das kann man... Ja, klar, also... Okay. Ich würde zumindest davon ausgehen, denn das Fahrzeug hat guten Abtrieb und das brauchst du ja. Ja, und dann kommt halt Monaco. Da kannst du was holen, aber ich bin auf der Strecke einfach wirklich schlecht. Liegt es an der Version in F1 2016 oder allgemein an Monaco? Das liegt einfach daran, dass mit dem Controller diese schwammige Lenkung, man fährt so unpräzise, eigentlich muss man immer in der Mitte der Straße fahren, weil so eine Controllerbewegung das nicht richtig macht, habe ich das Gefühl. Und auf eine schnelle Runde kann ich da wie gewöhnlich auch ganz gut mithalten. Aber ich glaube, ich habe da keine Konstanz. Ja, aber eine schnelle Runde reicht in Monaco ja meistens. Ich kann dir eventuell ja noch bis... Ja, und dann baue ich einen Unfall im Rennen oder so. Ja, wärst du nicht der erste Newcomer, ne? Ja, stimmt. Nee, ich kann dir auch zwei, drei Stellen nennen, wo man richtig gut hier überholen kann im Game. Und dann kriegst du das eventuell noch hin... zu kontern, wenn dich jemand überholen sollte. Es ist ja meistens so, auch bei einem selbst, das habe ich zumindest gemerkt bei mir, wenn du vorne bist, bist du langsam. Sobald jemand hinter dir, sobald du hinter jemandem bist, bist du schneller als er. Mhm. Also gut, zählt jetzt nicht für jedes Szenario, wenn du hinter einem Mercedes bist, bist du vielleicht nicht unbedingt schneller, aber häufig schon. Ah ja, gut. Ja. Also, das war das Wochenende zu Russland. Wenn es euch gefallen hat, checkt die beiden Kanäle aus. Wer Dave Gaming noch nicht kannte, soll zu Dave Gaming. Wer Batzmann Racing noch nicht kannte, soll zu Batzmann Racing. Und dann könnt ihr euch die Rennen immer parallel anschauen. Jeden Donnerstag und Sonntag gibt es dann mega coolen Stuff von uns, wo wir wieder mega rumfailen. So ist es. Ja, diesmal hatte schon wieder das... Wie jemand im ersten Melbourne-Rennen geschrieben hat, das Gefailer hat Pete-Smith-Niveau. Leider war. Ja, aber auch nicht unbedingt immer eigenverschuldet tatsächlich. Nee, diesmal nicht. Heute mal nicht. Ja, und in China den Crash von mir würde ich auch nicht unbedingt auf Pete-Smith-Niveau setzen. Naja, egal. Die Jungs sind ja auch keine Rennfahrer, wir eigentlich auch nicht, aber... Dafür haben sie andere Qualitäten, gut, die wir aber auch haben vielleicht. Wer weiß. Bestimmt. Wir sind nett. Die bestimmt auch. Ja. Ich vertraue auf alles. Das ist ein guter Satz. So, und so mit so einem Satz beenden wir das heute. Ich vertraue auf alles. Ich vertraue auf alles. Tschüss.
Ich vertraue auf. Okay.